der Samstagabendunterhaltung in bester Tradition gibt es bei Giga wieder einen Grund einzuschalten. Während auf anderen Sendern gejodelt wird, werden bei uns Fragen vorgelesen und vielleicht auch beantwortet. Damit herzlich willkommen und hallo zu Main Nights. Ja, klassisch. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben natürlich wieder fantastische Kandidaten auch heute Abend im Studio. Eine Fehde will heute Abend ausgefochten werden. Ja, ja. Freunde, wenn ihr es schon mal gesehen habt, ihr wisst wahrscheinlich, was passiert ist. Da gab es einen kleinen Twist zwischen diesen beiden charmanten jungen Männern. Das sind nämlich die beiden Leute, die vielleicht einige von euch von Late Nights kennen. Die haben gewonnen in jeder Disziplin bisher. Aber sie haben auch diese charmanten jungen Damen geschlagen beim letzten Mal bei Buzz. Das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen heute die große Revanche. Und damit einen wunderbaren Applaus für unser großartiges Team. Wir fangen an mit den Einzelkandidaten für das Team Feminin. Sabine. Ihre Kollegin sitzt ein bisschen weiter. Wir kommen erst zum Gegenentwurf, nämlich Herr Etienne Gardet. Und damit natürlich die weibliche Verstärkung. Manchmal IQ-mäßig könnte es oben eng werden, sagt man so. Heute vielleicht nicht. Die gute Sally. Und Team Late Nights wäre natürlich nicht komplett ohne Eddies kongenialen Sidekick, den guten Nils. Ja, fantastisch. Das hat er ja schon mal wunderbar hingekriegt. Ja, worum geht's heute? Heute geht es natürlich darum, Fragen zu beantworten und zu gewinnen. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt den großen Made Night Pokal. Den Wanderpokal, muss man sagen. Die nächsten Kontrahenten kommen dann bestimmt. Vielleicht fangen wir einfach damit mal an, die Spielregeln zu erklären. Bei Made Nights, da geht's ums Wissen. Und unsere erste Kategorie heißt eben auch Wissen. Es geht einfach darum, dass ich euch Fragen stelle und ihr müsst sie richtig beantworten. Das heißt, jeder Teilnehmer aus einem Team muss die Frage beantworten. Wenn beide Teilnehmer richtig beantworten, gibt es natürlich 2 Punkte. Wenn nur einer da ist, nur 1 Punkt. Und wenn beides nicht wissen, dann natürlich 0. Ja, so ist das. Und dann würde ich sagen, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, fangen wir einfach mal an. Yay, können wir machen. Eddie hatte im Amhaus ein Praktikum gemacht, das hat ihn offensichtlich sehr inspiriert. So, wir fangen an mit der ersten Frage, vielleicht mal so ganz langsam zum Reinrufen. Es geht ums Themengebiet Motorsport. Ach so, eine kleine Sache sei noch erwähnt. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung von Motorsport, aber mein Kollege umso mehr, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, Kollege X soll die Frage alleine beantworten, dann kann er bei der richtigen Antwort 2 Punkte holen, aber wenn er es halt auch nicht weiß, dann gibt es nur 0. Also, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, Thema Motorsport. Beide? Also, ich bin zuversichtlich. Okay. Ich hab nicht wirklich viel Ahnung vom Motorsport, aber ich trau mich auch mal. Team Late Nights ist sich einig, wir wollen. Und bei euch? Team Feminin? Also, ich habe nicht viel Ahnung von Motorsport. Passen kann man ja nicht. Ja, aber dann ist 0 Punkte. Wir machen es beide. Beide wollen Frage beantworten. Dann merkt bitte auf für die erste Frage. Wie heißt der diesjährige Formel 1 Weltmeister? Hilfe! Damit kommen wir zum Ende. Vielleicht natürlich Ladies first an dieser Stelle. Sabine, was hast du denn aufgeschrieben? Ich habe letztens gesehen, aber ich habe es wieder vergessen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, wenn du mir aufgeschrieben hast, ne? Das ist auf jeden Fall falsch, aber vielleicht hat die gute Sally ja ein bisschen was retten können. Ja, ich glaube nicht. Ja, da kann man ja viel reininterpretieren, aber nichts mehr richtig. Ich bin auf Risiko gegangen. Das sind schon mal nur Punkte in der ersten Runde. Doch, das steht da so ganz klein. Ja. Und ich dachte, das wäre jetzt so die Einstiegsfrage. Aber eben abwarten, was eure männlichen Konkurrenten natürlich machen. Eddie, bitteschön. Da sind die ersten 2 Punkte, würde ich sagen. Tammy, das ist richtig. Oh. Yeah. Und der Nils auch, das sind 2 Punkte. Oh, da geht er natürlich knallhart in Führung. Das heißt für mich, direkt mal hier die offizielle Punktetafel markieren. Männer versus Mädchen. Ack, zack. 2:0 nach der Runde. Aber das kann sich ja alles ändern. Aber das war auch gemein, ne? Ah, jetzt hör auf zu lamentieren. Das war eine eindeutige Männerfrage. Vielleicht ist die nächste Frage eher was für die Damen. Es geht nämlich Themengebiet Sex and the City. Super. Die Frage ist, oder natürlich erst, wollt ihr euch einen Experten auserkoren oder wollt ihr einfach... Beide. Oder? Beide? Ich weiß es 100 Pro. Sehr? Ja. Bitte. Gut, dann werden wir jetzt mal den Worten abfolgen lassen.
Wie heißt der Lieblingsschuhdesigner von Hauptfigur Carrie Bradshaw? Weißt du? Ja, klar. Na, ich weiß nämlich auch. Feierabend, diesmal vielleicht die Männer, denn man könnte denken, wer die Frage richtig beantwortet, der gibt über seine Sexualität mehr Preise, als sie vielleicht lieb wäre. Nils, fangen wir mal an. Ich bin ja raus, aber ich kenne die Antwort, aber ich überlasse meinem Kollegen. Ach so, ihr habt euch die Expertenrunde entschieden, da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Eddie, kannst du 2 Punkte nach Hause nehmen? Manolo Blahnik, auch noch richtig geschrieben. Teufel noch ein. 2 Punkte schon mal für Late Night. Großartig. Und jetzt natürlich die Mädels, Sally und Sabine, was habt ihr? Ja, 1 Punkt schon mal. Ja. Ludwig Vuitton, wer kennt ihn nicht, den portugiesischen Märchenprinzen, der diese Luftschlösser gebaut hat. Nein, haben wir rausgebaut. Das ist aber ganz schön übel. Und er geht in Führung. 2 Punkte mehr für Männer und einen lumpigen, für einen respektablen Punkt für die Mädchen kann ich endlich mal auf die rechte Seite schreiben. Aber jetzt kommt die 2. Kategorie des heutigen Abends, nämlich Einschätzung. Jetzt geht es darum, wie schätze ich meinen Partner ein? Ihr müsst jetzt beide einen Namen aufschreiben, von dem ihr der Meinung seid, dass die Frage bzw. die Einschätzung am meisten zu dem jeweiligen passt. Habt ihr beide denselben Namen aufgeschrieben? Gibt es einen Punkt? Habt ihr da eine Differenz? Gibt es 0 Punkte? Erste Frage aus dem Themenbereich Nahrungsmittel. Was glaubt ihr? Wer von euch schafft die schärfere Currywurst? Ich mache es mal so ein bisschen um. Ding da, 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 ding da. Würde die Schreibstifte weglegen und aufklären. Vielleicht zuerst das Team Feminin. Jetzt mal zeigt mal, was ihr habt. Sally. Yay. Ja, ihr seid beide der Meinung, echt schärfer ist das so. Ja. Bist du so ein scharfes Luder, hätte ich jetzt fast gesagt. Habe ich aber nicht. Schön, das sind schon mal 2 Punkte. Jetzt ist die Frage, was Eddie und Nils haben. Vielleicht mal aufdecken, bitte. Beide geben den schwarzen Peter der Männlichkeit quasi weiter. Das heißt, 2 Punkte für Leighton gibt es nicht. Die gab es im letzten Spiel. Die gibt es für Team Minin, großartig. Und 0 Punkte für die Männer. Ihr kommt richtig hinterher, großartig. Nee. Die nächste Frage ist wieder aus dem Bereich Wissen. Und zwar eine Buchstabierfrage. Kriegen die 2 Punkte dafür? Ja, selbstverständlich. Hast du einen Punkt? Oh, Entschuldigung, habe ich da wohl ein bisschen, sind da die Hormone mit mir durchgegangen? Ah, muss man aufpassen. Direkt ne? wieder einer. Naja, wie es gibt nur 1 Punkt, das war jetzt hier. Man kann es mal versuchen. Wir müssen mehr lächeln, Sabine. Buchstabierwettbewerb. Wieder die Möglichkeit zu sagen, oh Gott, nee, mit der deutschen Sprache. Buchstabierwettbewerb. Ja? Wie leicht ist das denn? Abwarten. Willst du? Ihr wollt alle? Alle? Okay. Okay, wenn du so fragst, warte. Ich hab auch noch so ein Wartezeit-Buzzer, ne? Ja, komm, wir machen. Zu Ende überlegt. Beide? Ja. Beide. Gut, dann buchstabiert mir bitte das Wort Kommilitone. Das ist spannend. Unfassbar. Ich höre niemanden mehr schreiben. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Vielleicht legt einfach gerne das Team Late Nights vor. Und was habt ihr für eine Lösung? Nils, vielleicht fängst du mal an. K-O-M-M-I-L-I-T-O-N-E. Und das ist richtig, das heißt schon mal einen sicheren Punkt. Yeah. Wie? Ich muss auch noch erklären, was das ist, ne? Kommilitone, das sind was früher die Mitschüler in der Schule waren. Wildpferde in Sahara-Gebieten. Was ist denn schon die Antwort? Den hole ich gleich mal aus und dann gucken wir uns mal an, was der Eddie geschrieben hat. Wie? -1 Punkt dafür. Das heißt schon mal, 1 Punkt habt ihr sicher, aber dabei bleibt es dann leider auch. Tja. Ich hab's gesehen. Und jetzt natürlich, wie war's denn? Obwohl, nee, das klären wir gleich auf. Erstmal eure Ergebnisse vielleicht. Sabine, zeig mir mal, was du meinst. Ja, ich habe mich aber auch verschrieben. Ich habe leider einen Impfen. Mit AM. Das heißt, dass die Sally es ebenfalls richtig geschrieben hat. Vielleicht habt ihr auch beieinander abgeschrieben. vielleicht auch nicht. Ja, wie? Wir sind erfahren. Das heißt, 1 Punkt jeweils. Ist ja gut. Natürlich. Also kommt drauf an, wer bei wem abgeschrieben hat. So. Da schauen wir uns doch abschließend mal den Punktestand an, denn jetzt geht es erstmal in die Werbung. 5 Punkte für die Männer, 3 Punkte für die Mädchen. Das wird spannend. Bis gleich.